ein herzliches Hallöchen und willkommen zur nächsten Sieffolge, Lieben. Mit mir, dem Horsti Borsti. Und ich bin geduckt. Geduckt, Viadukt. Was? Ich muss ja warten. Ich bin gerade beim Stone Market, Steinhauergasse Ost. Lest ihr da unten links? Habt ihr gelesen? Keine Ahnung. Ich muss hier rüber, aber da muss ich warten, bis diese komischen Diebe hier weg sind. Wartet mal kurz, gibt's da irgendwas zu looten oder sowas? Bevor ich das nämlich mache, mal schauen hier, ob es da irgendwas gibt für mich, weil da oben ist was. Schaut mal. Breitkopfpfeile. Sonst haben wir da eh nichts mehr oder irgendwas. Alles mitnehmen, was geht. Leute! Gehen wir halt. Oh, die Musik, Leute. Ein Sauweder. Mal kurz den Energy-Drink öffnen. Der Markt. So, jetzt kann ich gehen, glaube ich. Ich bin so müde. So, und da gehen wir rauf. Ja. So, und jetzt? Da und da unten, okay. Gibt's da was? Bleibt da irgendwas zum Stehlen oder so? I don't know. Was ist das da? Spähen, okay. Vielleicht da irgendwas zum Stehlen? Nö. Da liegt ein Bettler. Servus, du armer Kerl. Ah, du kriegst nichts von mir. Ich bin ein Dieb. Nö, du kriegst nichts von mir. Ich bin ein Dieb, wie oft noch. Ich nehme mir von dir was. Nö, vom Bettler nehme ich nichts, Leute. Servus. Oh mein Gott, Corona. Da, schau da mal. Da ist was. Ah! Oh ja! Von Dach zu Dach, Leute. Von Dach zu Dach, das ist schon sehr schön. Das ist so toll, das ist so leibend. Ah, schau da mal. Bewohner oben. Ja. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Umgehe das Abriegelungstor. Stiehl die Edelsteinmaske. Also ich muss eine Maske stehlen. Jetzt bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wartet mal runter. Ich weiß, da kann man... Wartet mal kurz. Ganz kurz da runter. Drücke einfach Fokus, um es zu aktivieren. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. Das Lützen ist noch nicht wahr. Zack. Na bitte, Leute. Hoho! Den Juweliermeister da bestehlen. Verdammte Stadt. Oh, Leute, ist das grandios. Brieföffner. Was ist das da? Lee Groves Brief. Da meine Kerze ausmachen hier.
Leute. So Spannung pur hier. Da haben wir was. Schau doch mal. Sehr gut. Wechseln, drehen. Ah, da brauche ich einen Code. Da ist das Safe. Aber was ist da? Als nächstes. Nö, Leute. Da, nö, nö. Ich hab den Code nicht. Hatte vielleicht den Code. Vielleicht da drin irgendwo. Steht da irgendwo ein Code oder immerhin so? Immerhin kriege ich Geld dafür, dass ich mich von der Straße fernhalte. Schau da mal. Feuerpfeil, oh yes. Ja, da ist auf jeden Fall der Safe, aber ich habe keinen Code dafür. Aber vielleicht kriege ich den oben irgendwo, Leute. Schloss knacken. Jawohl. Mega. Ah, okay, da gehe ich wieder raus. Nö, Leute. Ich will nicht raus. Ich muss nach oben. So. Schleichen wir wieder mal, Leute. Das ist ja grandios. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Schau da mal. Licht abdrehen. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, hätte ich längst was oben im Bett. Diese ehrbare Arbeit geht mir auf den Sack. Ein Dieb, der einen Juwelier mit leeren Händen verlässt? Ich sollte diese Maske stehlen. Geh mir den einmal auf. Geh mir den einmal da irgendwie in die Ecke. Und tschüss. Mach Bubu. Wieder lieber Arisor, was immer sagt. Liebe Grüße. Wieder mach Bubu. Der macht mal Bubu heuer. So, was ist da jetzt? So, die legen wir auch irgendwo hin. Mal daher. Servus. Ah, sehr gut. Münzhaufen. Brieföffner. Schreibmaschine. Ja, machen wir da alles einmal.
Machen wir da alles einmal auf, Leute. Ist da irgendwas oben? 300 Münzen habe ich schon. Das Licht abdrehen hier. Ah, nö, abdrehen. Das ist doch eh das Licht. Das ist ja abgedreht gewesen. Oh. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Ich will nur was stehlen, Leute. Her damit. Haarbürste. Ich bin so klein, weil ich schleiche. Schon wieder. Aufgepasst, da ist ein Vogel. Ich speichere mal, Leute. Schau da mal, was hat die im Arsch stecken? Ich dachte mir, der hat irgendwas im Arsch stecken, Leute. Ich brauch was zu trinken. Ja, ich geh mal raus. Also raus nicht, sondern runter. Leute! Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja, dann musst du halt aufpassen. Aber ich sage dir eins, du kannst dich vor mir nicht verstecken. Vielleicht sollte ich mal nach seiner Frau sein. Ah! Ich werde krank. Das spüre ich. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Ich muss den töten. Nicht töten. Ein Königreich für einen Kaffee. Wenn das seine Tschüss. Ha! Oh, 7 Gold. Dann... nö. Ich will den... Okay, der kann da liegen bleiben. Wow, Brosche! Ist da noch irgendjemand? Nö, ich will das nicht. Hier. Nimm da die Sachen mit. Armreif. Oh, Juwelier, Leute. Das ist immer schön. Da atmet. Schloss knacken, Leute. Die Kasse. Passt. Wie viel kriegen wir da raus? 20 Goldmünzen von der Kasse. Ja, das läuft ja schon mal nicht gut. Wir haben schon fast 500 Ocken, Leute. 500er. Fast 476. Machen wir eine Kissenschlacht. Leute, machen wir eine Kissenschlacht. Schau da mal. Ich könnte voll ich darauf. Froh, wenn das alles vorbei ist.
Leute! Ich kann ja da oben gehen. Okay, da war ich schon. Von da bin ich ja gekommen. Nö, da. Und gehen wir da oben weiter, Leute. Ja, das wird cool. Vielleicht finden wir da oben noch den einen oder anderen Schatz. Schaut mal. Hä? Habe ich was vergessen, Leute? Wie konnte ich nur... Leute, wie konnte ich das vergessen? Da ist noch was. Oh, da ist wer. Das ist ein Holzboden, der ist gefährlich. Oh, leise hier. Ja! Halten, den gebe ich da ein bisschen in Schatten rein. Leute, das Spiel ist einfach so grandios, ich schwör's euch, ich liebe es. Da haben wir auf jeden Fall Münzen, einen Brieföffner, eine Münze. Oh, da haben wir genug, Leute. Da ist, oh Gott, oh Gott, da ist, oh Gott. Da machen wir mal die Kerze aus. Da holen wir uns nochmal das da. Da machen wir das Licht aus, ist eh schon wurscht. Ja, wir haben schon über 500 Münzen. Ja, immer alles schön mitnehmen. Ich freue mich schon so auf das, den ersten Teil von Thief, Leute, von 1999. Ziemlich cool, Leute. Okay, von da bin ich gekommen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich, wir müssen ganz fix woanders hin. Hey, da liegt schon wieder was. Ich sehe das nicht. Warum übersehe ich alles, Leute? Da nach oben, darüber. Ah. Oh ne. Da ist ein Safe, schaut einmal. Oh, Leute. Jawohl. Komm doch. Ja. Zack, und einmal noch. Und da ist nämlich das Ding drin, die Maske drin. Die Maske, die ich brauche. Ja. Ja! Nö, voll nicht. 20 Münzen. Neue Sammelschild. Das nehme ich mit. Schwarzrückenarmreif. Okay.
war ja gar nicht die Maske. Wo ist denn die nach? Wo ist denn die dann, diese Maske? Ah, verstehe. Ich muss da nach oben. Genau. Da ist was. Tintenfass. Hoffentlich machen. Oh, Leute, ich muss da aufpassen. Zähne wackelt. Was? Einer deiner Zähne wackelt? Warum wackelt einer deiner Zähne? Sie wird das nie erfahren. Schloss knacken, schau da mal. Okay. Passt. Das muss Lygroves Fälschung sein. Ja. Aber eine verdammt gute. Die lässt sich zu Geld machen. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Umgehe das Abregnungstor, benutze das Fenster oben als Ausgang. Ich friere. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß schon, wo es ist. Da oben, der Ausgang. Ja, Leute, die Maske haben wir, die Edelsteinmaske. Aber sitzt er schon wieder da, oder? Nö, der ist noch immer. Ah, da. Da können wir nochmal gehen. Jawohl. Setzt deinen Weg zum Glockenturm fort, ihr Lieben. Sehr gut, da haben wir wieder irgendeine Zeitung. Abriegelung, neues Dokument. Gut, ich werde speichern und diese Folge einmal beenden. Ja, weiterspielen. So, ihr Lieben, das war's mit dieser Folge. Wir sind durch, wir haben das Juweliergeschäft leergeräumt. Ja, die Edelsteinmaske gefunden und als nächstes geht's weiter. Zum Glockenturm, Richtung Glockenturm, zum Glockenturm, in den Glockenturm, bla bla bla, bibabo. Game over, bis zum nächsten Mal. Ciao.